Schon immer strebte der Mensch danach, sich auszubreiten. Aber langsam nähern wir uns der letzten Grenze. Wir sollten auf zwei Planeten leben. Vom Außenposten auf dem Mond zu einer Kolonie auf dem Mars. Es wird entweder eine Herausforderung oder ein Desaster. Wir bauen die Raketen, die uns hinbringen werden. Und die Maschinen, die wir dort zum Überleben brauchen. Haben Sie das Zeug, der Crew beizutreten? Ich will zwei Scottys und zwei Spocks. Der Countdown hat begonnen. Jetzt bei Geheimnisse des Universums. Neue Lebensräume. Kolonien im All sind nicht länger nur Science Fiction. Die ersten Siedler im Weltraum sind vermutlich bereits auf der Erde geboren worden. Für diese Pioniere wird dies der ultimative Trip ins All. Du musst alles selbst mitbringen. Du brauchst einen Platz zum Leben, Nahrung und Trinkwasser. Auf der Erde hast du Luft zum Atmen, aber im Weltraum musst du auch die mitbringen. Alles, was wir brauchen, muss an Bord sein. Wenn etwas fehlt oder kaputt geht, könnte es zur Katastrophe kommen. Wir müssen alles dabei haben, was wir brauchen, und es muss funktionieren. Der Erfolg hängt davon ab. Die Ambition, sich irgendwo da draußen niederzulassen, existierte schon immer. Der Reiz, den Weltraum zu besiedeln, liegt darin herauszubekommen, wie weit wir uns außerhalb der Erde ausbreiten können. Oder müssen wir uns auf die Erde beschränken? Und welche Rolle spielt das Leben? Auf der Erde haben wir dieses Phänomen namens Leben. Kann man es im All verbreiten? Wir sind die Spezies, die dazu fähig wäre. Carl Sagan, der berühmte Astronom, sagte einmal, wir sollten eine Spezies auf zwei Planeten sein. Das heißt, wir sollten einen weiteren Planeten besiedeln. Die Erde steht auf der kosmischen Abschussliste. Es gibt Kometen, Meteore, die hunderte bis tausende von Jahren durch das All rasen. Wir brauchen einen extra Planeten, weil das Leben zu wertvoll für nur einen Planeten ist. In den Weiten des Weltraums gibt es einen Ort, der sich als ausgezeichnete Immobilie zur Besiedlung anbietet. Der Mars ist der große Preis des Sonnensystems. Hier können Menschen am ehesten leben. Der Planet kommt den Anforderungen für Leben und Zivilisation am nächsten. Der Mars. Er ist fast halb so groß wie die Erde und 56 Millionen Kilometer entfernt. Die alten Römer verbanden Feindseligkeit mit seiner roten Farbe und benannten ihn nach ihrem Kriegsgott. Aber der Mars hat das Potenzial, der gastfreundlichste Planet neben der Erde zu sein. Die äußeren gasförmigen Planeten haben keine feste Oberfläche. Unter den inneren Planeten ist Merkur zu dicht an der Sonne. Venus hat zwar die Größe der Erde, aber auch 466 Grad Celsius, ein unkontrollierbarer Treibhauseffekt. Und es herrscht eine Atmosphäre, die menschliche Siedler zerdrücken würde. Der Mars hat seine eigenen Tücken. Sehr niedrigen atmosphärischen Druck, der das Blut erst kochen und dann gefrieren lässt. Doch ein druckdichter Raumanzug könnte diese Gefahr minimieren. Und obwohl es auf dem Mars mit Temperaturen von 30 bis 40 Grad unter Null am Tag kalt ist, könnten Menschen mit dem richtigen Schutz überleben. Der rote Planet hat mit seiner Kohlendioxidatmosphäre die natürlichen Ressourcen, um eine Kolonie am Leben zu erhalten. Auf dem Mars haben wir Kohlendioxid, woraus wir Treibstoff gewinnen können. Es gibt Wasserdampf in der Atmosphäre und an den Polkappen. Der Boden hat Mineralien, die wir für eine Kolonie benötigen.
Heute ist der Mars eine gefrorene Wüste. Aber Fotos von Raumsonden zeigen Erosion. Das bedeutet, dass es einmal Wasser an der Marsoberfläche gab und eventuell auch Formen von Leben. Beweise für die Existenz von Leben auf dem Mars, auch in Form von Mikroorganismen, machen den Unterschied zwischen einem kurzen Aufenthalt und einer Kolonie aus. Die NASA plant bereits langfristig. Bis 2020 will man den Menschen zurück zum Mond bringen. Ein erster Schritt auf dem Weg zum Mars. Eines der großen Themen der Mondforschung ist vorwärts zum Mars. Und dementsprechend denken wir ständig daran, wie wir uns auf dem Mars verhalten würden. Die Astronauten werden mit uns studieren, wie Menschen auf die Umgebung des Planeten reagieren, wie hart sie arbeiten können, wie viel Schlaf und Unterhaltung sie brauchen, wie sie sich zur Missionsleitung verhalten. Wir müssen uns mit all dem beschäftigen, was menschliches Leben in so einer Umgebung ausmacht. Vor einem langen Ausflug in die Wildnis ist es wichtig, seine Ausrüstung an einem geeigneten Ort zu testen. Man sollte sich versichern, dass alles funktioniert. Eine Mondbasis ist auch nur ein Testlauf für eine Basis auf dem Mars. Wir lernen, was zu tun ist und was wir brauchen und wie alles funktioniert. Alles beinhaltet auch Roboter, wie den All-Terrain Hexland Extraterrestrial Explorer, oder kurz Athlete. Athlete wurde entwickelt, um Lasten auf dem Mond oder dem Mars zu transportieren. Die wichtigste und größte Transportlast würde eine Wohneinheit sein. Aber Athlete kann mehr als nur Lasten transportieren. Auf jeder Seite sind Kameras montiert, die einen stereoskopischen Blick auf die Umgebung des Fahrzeugs erlauben und die 360-Grad-Bilder direkt zur Erde senden. Und Athlete ist einem Schweizer Taschenmesser ähnlich. Athlete kann mit jedem seiner Beine Werkzeug greifen und es benutzen. Wir haben Schaufeln, Bohrer, Zangen und andere Geräte. Sehr interessant ist auch, wenn ein Bein ausfällt, können zwei andere Beine sich Werkzeug greifen und es amputieren. Mit Geräten wie dem Athlete ist man in der Lage, langfristig eine Mondbasis zu etablieren und zu testen, ob sich diese selbst versorgen kann. Laut NASA wissen wir erst dann, ob wir für den Mars bereit sind. Der wahre Realitätscheck für das Leben im All besteht darin, eine sechsköpfige Crew ans andere Ende des Mondes zu schicken, wo sie die Erde nicht sehen können und den psychologischen Nachteil erfahren, keine Verbindung zur Erde zu haben. Wir werden sehen, ob sie damit den Systemen, die wir entwickelt haben, für ein Jahr leben können. Wenn wir diesen Test bestehen, können wir Flüge tiefer ins Sonnensystem wagen und schwierigere Missionen wie den Mars angehen. Die Nähe zur Erde, eine Reise von 3 Tagen und ca. 386.000 Kilometern, macht den Mond zum optimalen Testgelände. Aber die Bedingungen auf dem Mars sind anders. Der Mars verhält sich zum Mond wie Nordamerika zu Grönland für Missionen in grauer Vorzeit. Grönland ist dichter an Europa dran. Die Europäer landeten dort zuerst, aber es war nicht geeignet für eine neue Phase der menschlichen Zivilisation. Der Mond ist dicht an der Erde, doch für eine Siedlung ist der Mars sehr viel besser geeignet. Der Mars hat mehr Wasser und andere natürliche Ressourcen als der Mond. Und er hat, ähnlich der Erde, einen 24-Stunden-Rhythmus. Aus diesen Gründen glaubt die Mars Society, eine Befürwortergruppe von Wissenschaftlern, Forschern und NASA-Mitarbeitern, dass wir gleich direkt zum Mars fliegen sollten.
Mars Direct ist der Plan, Menschen ohne futuristische Science-Fiction-Raumschiffe und ohne eine Mondbasis zum Mars zu schicken. Der Plan von Mars Direct schlägt zwei Starts vor. Der erste schickt ein Earth Return Vehicle zum Mars. Man landet auf dem Mars und lässt eine Pumpe laufen, die die kohlendioxidhaltige Marsluft einsaugt, die wir mit Wasserstoff von der Erde reagieren lassen, um Methan und Sauerstoff für Raketentreibstoff zu produzieren. Jetzt haben wir auf dem Mars ein vollgetanktes Vehikel für den Rückflug zur Erde. Der zweite Start schickt eine Crew mit Wohneinheit zum Mars. Nach Ende ihrer Mission auf dem Mars besteigen die Astronauten das Vehikel und lassen die Wohneinheit auf dem Mars zurück. Auf jedem Flug kommt ein Modul für die Basis dazu. Nach einiger Zeit hätten wir die erste menschliche Siedlung auf einem fremden Planeten. Technisch ist das kein Problem, es ist eine Frage von Willensstärke. Für die Skeptiker ist Mars Direct zum Scheitern verurteilt. Wenn wir direkt zum Mars fliegen würden, bräuchten wir 20 Jahre Vorbereitungszeit und bis dahin wird die Öffentlichkeit von einer Mission zum Mars gelangweilt sein. Wir glauben, dass wir in weniger Zeit zum Mond kommen und so die Öffentlichkeit für die Reise zum Mars begeistern können. Dadurch kommen wir schneller dorthin, weil wir mehr Vertrauen genießen und das Risiko geringer ist. Die Reise zum Mars, ob direkt oder mit Umweg über den Mond, ist erst der erste Schritt auf dem Weg zu einer Kolonie. Das Leben auf dem Mars wird eine Herausforderung sein. Und die Reise zu überleben wird der ultimative Test menschlicher Ausdauer werden. Wenn sich Erde und Mars zur optimalen Zeit am nächsten sind, dauert die Reise zum Mars 6 Monate. Erde und Mars drehen sich auf verschiedenen Kursen um die Sonne. Alle 2 Jahre befinden sich Erde und Mars auf derselben Seite der Sonne. Nun dauert es 6 Monate. Wenn Erde und Mars auf verschiedenen Seiten der Sonne stehen, können wir es vergessen, nicht mit der Technik, die wir haben. Wir müssen neue Hardware entwickeln, aber keine neuen Techniken. Wir wissen, wie wir die Dinge bauen können, die wir brauchen. Wir sind heute näher an einer Reise zum Mars dran als 1961, als man Menschen zum Mond schicken wollte. Und 8 Jahre später waren wir da. Zur neuen Hardware gehört die Ares, eine neue Generation von Raketen, die uns zum Mond und darüber hinaus bringen wird. Sie hat ungefähr die Größe der berühmten Apollo-Rakete Saturn V. Größer als ein 36-stöckiges Gebäude war die Saturn V die größte Rakete, die je gestartet wurde. Sie konnte 53 Tonnen Fracht ins All transportieren. Durch extra Trägerraketen des Space Shuttles wird die Ares auf jedem Flug noch 22 Tonnen extra Fracht zum Mond bringen. Mit sehr großen Raketen braucht man weniger Starts, um auf dem Mond ein Raumschiff zum Mars zusammenzubauen. Eine so große Rakete ist bereits Teil unseres Verlangens, den Mars in unsere Forschungsszenarios einzubinden. Zur neuen Hardware gehört auch Orion, die Crew-Kapsel. Sie wird das 2,5-fache Volumen einer Apollo-Kapsel haben. Orion wird auf dem Mond an ein Landefahrzeug andocken, das separat ins All geschickt wird. Im Gegensatz zu Apollo wird Orion den Mond unbemannt umkreisen. Auf dem Rückweg zur Erde docken die Astronauten wieder an Orion an. Die neue Crew-Kapsel wird sich viel von seiner Hardware auf der Raumstation ausleihen. This is a place where a few tourists come, so
1997 verbrachte Ex-Astronaut Jerry Leninger 5 Monate an Bord der russischen Raumstation Mir. Fast die volle Reisezeit zum Mars. Auf dieser Mission war er vielen Gefahren ausgesetzt, inklusive dem bisher schlimmsten Feuer an Bord eines Raumfahrzeuges durch ein chemisches Leck, das für bedrohliche 90 Sekunden in Flammen stand. Er weiß aus erster Hand, wie Lebenserhaltungssysteme auf dem Weg zum Mars funktionieren sollten. Hier auf der Erde ist alles selbstverständlich, Sonne und frische Luft. Im All musst du Sauerstoff produzieren. Du bist da oben in einem geschlossenen Ökosystem und musst alles recyceln. Den Urin sammeln wir. Wir sammeln den Urin und verwandeln ihn in Wasser und Wasser in Sauerstoff. Somit atmen wir in der Raumstation unseren Urin. Neue Hardware würde auch Energie aus sauberen, verlässlichen Quellen bedeuten. Solarplatten werden den Rückflug zum Mond versorgen. Aber die lange Reise zum Mars bedarf noch einer Energiequelle. Die Sonnenisolierung, die Intensität des Sonnenlichts auf dem Mars, ist nur halb so groß wie auf der Erde. Solarplatten sind weniger effektiv. Wir werden über Atomkraft für Raumschiffe nachdenken müssen. Einige Forscher denken ernsthaft an Atomkraftwerke auf dem Mond, um langfristig Energie zu sichern und nicht während der dunklen Mondphase ohne Sonnenlicht auf Batterien zurückgreifen zu müssen. Aber trotz der neuen Hardware wird die Reise zum Mars gefährlich sein. Wie jeder Ausflug an einen unbekannten Ort. Stellen Sie sich vor, Sie gehen in der Wildnis campen. Man verlässt das gewohnte Zuhause und geht auf eine Reise voller Gefahren. Steinschläge, Lawinen, man geht verloren, Ausrüstung geht kaputt, alle möglichen Probleme. Aber man will trotzdem fahren. Das könnte ein Abenteuer werden oder aber ein Desaster. Die Reise zum Mond oder Mars ist so ähnlich. Man lässt die vertraute Erde zurück. Die Probleme sind ähnlich. Ausrüstung kann kaputt gehen und so weiter. Das könnte wirklich eine Herausforderung sein oder, wie gesagt, ein Desaster. Eine Gefahr, der die Crew ausgesetzt sein wird, ist die ständige Schwerelosigkeit. Das Skelett passt sich langsam daran an. Das Ergebnis ist der Verlust von Kalzium in den Knochen und eine Abnahme der Knochenmarkzellen. "24 Stunden am Tag schwebt man und dein Körper passt sich den Umständen physiologisch an. Um das zu vermeiden, steht man jeden Tag 2x1 Stunde auf dem Laufband. Mehr schafft man da oben nicht. Trotzdem hatte ich nach dem Flug nur noch 65% meiner Kraft, jede Menge Muskelschwund und 14% Knochenschwund. Du fliegst ins All und die Knochen verlieren Kalzium. Auf einem langen Flug kann das fatal werden. Nur durch intensives Training konnte Leninger den Knochenverlust nach seiner Rückkehr zur Erde von 14% auf 2% reduzieren. Das Problem der Schwächung durch die Schwerelosigkeit muss gelöst werden, bevor wir einen Fuß auf den Mars setzen. Die Forschung sucht weiter nach einer Lösung.
Viele reden von künstlicher Schwerkraft, was bedeutet, man lässt das Raumschiff kreiseln und erhält so die für die Knochen nötige Schwerkraft. In der Schwerelosigkeit geben die Knochen nach. Man verliert im Monat 2% der Knochenmasse. Das ist eine echte Hürde, weil die Crew unterwegs und bei der Ankunft auf dem Mars stark genug sein muss. Niemand hat je ein rotierendes Raumschiff gebaut und niemand will der Erste sein. Aber man nimmt an, dass künstliche Schwerkraft mit einem rotierenden Raumschiff der richtige Weg ist. Missionen zum Mars sind auch der Gefahr von Sonnenstürmen ausgesetzt. Der Partikelbeschuss der Sonne könnte eine unvorbereitete Crew im Weltraum töten. Strahlung ist das größte Problem bei der Entwicklung eines neuen Raumschiffes. Eine einfache Lösung wäre ein Sturmschutz. Wenn ein Sonnensturm vorhergesagt wird, was man mit diversen Navigationssatelliten machen kann, könnte man sich während des Sturmes in den Schutzraum verziehen und später auf das Raumschiff zurückkehren. Und auf dem Mars kann man es ähnlich machen. Die Reise allein wird die Eroberung des Mars zu einem beispiellosen Unternehmen machen. Der Erfolg der Mission hängt davon ab, wer dabei sein wird. Sie glauben, Sie haben das Zeug zum Weltraumpionier? Hinten anstellen. Es gibt Menschen, die sich schon auf diesen Job vorbereiten. Man braucht besondere Menschen für die Reise zum Mars. Die richtigen Menschen auszuwählen, die das Zeug zum Pionier im All haben, wird für den Erfolg der Mission sehr wichtig sein. Jeder Start kostet Milliarden von Dollar und die Enge im Raumschiff begrenzt die Zahl der Crewmitglieder auf ein Minimum. Es werden 4 sein, denke ich. Es ist die kleinstmögliche Zahl von Leuten. Man kann sie in 2 Gruppen teilen und niemand ist allein. Und es ist die kleinste Zahl, um trotzdem die wichtigsten Fähigkeiten doppelt an Bord zu haben. Eine Crew dieser Größe würde aus 2 hochqualifizierten Mechanikern bestehen. An ihrer Seite ständen 2 Wissenschaftler als intellektuelle Ladung. Das heißt, 2 Scottys und 2 Spocks. Abgesehen davon gibt es noch andere Qualitäten, die darüber entscheiden, wer zum Mars fliegen wird. Die Leute denken, Astronauten sind hart im Nehmen. Sie befolgen ihre Befehle und handeln nach Plan. Aber sie sind auch Menschen und Menschen entwickeln in solchen Situationen seltsame psychologische Reaktionen. Wir müssen das wirklich verstehen und die Mitglieder der Crew danach aussuchen. Astronauten müssen sich in der Kapsel oder Wohneinheit körperlich und psychisch auf kleinstem Raum anpassen. Wir haben dafür Tests. Wir stecken sie in eine Art verschließbaren Ball. Es ist völlig dunkel, man kauert sich zusammen. Und ist an Herzmonitore angeschlossen. Ich bin eingeschlafen, kein Problem. Wenn man nicht im geschlossenen Raum schlafen kann, ist man der Falsche. Das Anpassen an die soziale Isolation ist eine psychologische Herausforderung. Da draußen im All ist man weit weg von der Menschheit. Der Umgang mit Familie, Kollegen und Freunden ist hier unten selbstverständlich. Aber da oben ist man plötzlich so isoliert, wie ich es noch nie erlebt habe. Wenn man Probleme mit sich selbst hat, wird es da oben eine harte Zeit. Um Menschen für die extreme Mission zu trainieren, hat die Mars Society für Simulationen 2 Forschungsstationen gebaut. Die 6-köpfigen Crews, meist Universitätsprofessoren und NASA-Mitarbeiter, arbeiten unter ähnlichen Bedingungen wie Astronauten auf dem Mars.
Sie gehen nicht ohne Raumanzug nach draußen und leben nach Marszeit, wobei ein Tag 37 Minuten länger ist als auf der Erde. Die Kommunikation mit dem Kontrollzentrum in Denver ist 20 Minuten verzögert, so lange wie ein Signal vom Mars zur Erde braucht. Und sie leben in einer Wohneinheit auf engstem Raum. So findet man heraus, was auf dem Mars funktioniert und was nicht. Welche Mischung von Fähigkeiten man braucht, was für Charaktere, welche Technik für die Crew am nützlichsten ist, wie die Crew organisiert wird, wer das Kommando hat, wie man das Wasser rationieren kann, ohne dabei die Moral zu untergraben. Das ist nicht wie bei einer Mondmission, die nur eine Woche dauert und wo drei Testpiloten schon mal vergessen können, dass sie sich nicht mögen. Die Crews begeben sich für zweiwöchige Missionen zunächst zur Forschungsstation in der Wüste bei Hanksville, Utah. In dieser Zeit trainiert man Spezialaktivitäten wie das Sammeln von Gestein für geologische Studien. Nach Ende ihrer Arbeit in der Wüste sind die Crews bereit für Missionen von bis zu 4 Monaten auf Devon Island in der kanadischen Arktis. Devon Island hat wegen seiner Isolation eine Schlüsselfunktion für die Marsforschung. Es ist die größte unbewohnte Insel der Welt. Abgesehen von ein paar Bakterien und Algen gibt es hier kein Zeichen von Leben. Die Forschungsstation steht in einer Kraterformation, die dem Krater auf einem beliebigen Planeten sehr ähnlich ist. Oben in der Arktis herrscht Dauerfrost und dort nach Leben zu suchen, ähnelt einem Experiment auf dem Mars. Neben der Forschung studieren sich die Wissenschaftler beider Stationen gegenseitig, um den menschlichen Faktor besser zu verstehen. Man erforscht die Interaktion zwischen Menschen und Computern, Menschen und ihrer Umgebung und untereinander. Dadurch, dass wir lernen, wie wir untereinander in bestimmten Situationen reagieren, lernen wir, wie eine Crew auf dem Mars reagieren würde. Viele unserer Erkenntnisse sind offensichtlich, aber man hat sie bisher kaum beachtet. Zum Beispiel, dass die Arbeit mit einem Raumanzug sehr anstrengend ist. Das Ausmaß der Forschung hängt sehr von der körperlichen Fitness ab. Das heißt, dass man schnell außer Atem kommt. Man will nicht ohne Schwerkraft zum Mars fliegen, wenn man etwas schaffen will. Ein wichtiges Ergebnis war, wie wenig Wasser Menschen zum Überleben brauchen. Es ist ein Tropfen im Vergleich zu den 475 Litern, die der Durchschnittsmensch am Tag verbraucht. Wir haben herausbekommen, dass man das Wasser mit der richtigen Crew und Rationierung pro Person auf 11,4 Liter am Tag limitieren kann. Man muss streng rationieren. Mit nur etwas weniger Wasser ist die Moral ernsthaft gefährdet. Aus der Sicht des Ingenieurs, der das Raumschiff entwirft, und um zu bestimmen, wie viel Masse man transportieren muss, ist das eine wichtige Zahl. Die Mars Society teilt die Forschungsergebnisse ihrer Stationen in der Wüste und der Arktis mit der NASA. Die NASA nutzt die Daten für ihre geplante Marsbasis, dem nächsten Schritt zur Besiedlung des Planeten. See you soon. Space. 2040. Reiseziel Mars. Nach Jahrzehnten der Forschung sind die ersten menschlichen Forschungsreisenden auf dem Weg zum roten Planeten. Nach 56 Millionen Kilometern und 6-monatiger Reise von der Erde ist es Zeit, auf dem Mars zu landen. Aber wo ist der beste Platz für die Landung? Man will folgende Kriterien: Gegenden mit geologischer Vielfalt und vielen Dingen zum Erforschen in einem kleinen Radius. Man will auf alle Fälle eine Gegend haben, wo es mal Wasser gab, weil es dort an der Oberfläche Leben gegeben haben könnte und man danach auf der Suche ist. Man will Orte in tropischen Regionen des Planeten, weil man nicht dort landen will, wo man 12 Monate im Dunkeln sitzt.
Mit diesen Kriterien ist der beste Landeort nördlich der Valles Marineris, in Reichweite der Marskanäle, in der Gegend, wo Pathfinder und Viking One gelandet sind. Es ist auch der beste Ort für ein Basislager, das wie eines in der Wildnis funktioniert. Wir können unser Basislager in der Wildnis errichten, weil wir alles haben, was wir brauchen. Wir verlassen uns auch auf die Umgebung. Wir kriegen Sauerstoff, Wasser und Feuerholz aus der Umgebung. Stellen wir uns vor, wir kolonialisieren den Mars. Hier verlassen wir uns ebenfalls auf die Umgebung. Für die Besiedlung des Mars brauchen wir den Sauerstoff, den wir aus dem Kohlendioxid der Atmosphäre gewinnen können. Um Nahrung zu produzieren, brauchen wir das Wasser der Atmosphäre. Wir brauchen diese Mischung aus Rohstoffen der Umgebung und mitgebrachtem Material, um erfolgreich im All siedeln zu können. Wenn die Basis steht, ist das wichtigste Planziel der früheren Missionen die Suche nach Beweisen für Leben aus Gegenwart und Vergangenheit. Per Radar suchen Astronauten ein paar hundert Meter unter der Oberfläche nach Grundwasser. Proben werden im Wohnmodul der Crew unter dem Mikroskop nach Spuren von Leben untersucht. Ist die Suche nach Leben erfolgreich, können die Astronauten Treibhäuser bauen und dank Marswasser, Erde und Sonnenlicht später ihre Ernte einfahren. Auf der Suche nach Leben müssen sich die Astronauten mit einer Kraft auseinandersetzen, die den Plan von der Marskolonie auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Die Schwerkraft. Die Schwerkraft auf dem Mars beträgt ein Drittel von der auf der Erde. Wir wissen noch nicht, ob das für gesunde Muskeln und Knochen reicht. Wenn der Mars auf lange Sicht nicht für menschliches Leben geeignet ist, bleibt es wohl bei kurzen Besuchen. Eine Woche als Touristenattraktion, aber nicht als Heim. Das ist eine zentrale Frage, die man beantworten muss. Ist ein Drittel Schwerkraft genug, um gesund zu bleiben? Ich denke ja, aber wir haben keine Daten und man kann nur spekulieren. Konkrete Daten und die Kommunikation mit der Erde werden sehr wichtig sein. Die Verzögerung der Radioübertragung, die je nach planetarischer Ausrichtung zwischen Mars und Erde bis zu 40 Minuten beträgt, beeinflusst, wie die Astronauten ihre Forschung durchführen. Es bedeutet, dass die Mars-Crew sehr viel autonomer sein muss als die Crew auf der Erdumlaufbahn oder auf dem Mond. Man wird zu einer Mars-Crew nicht sagen, okay, mach zwei Schritte nach links auf dem Fels zu. Sie werden eigene Entscheidungen treffen und ich denke, generell muss eine Mars-Mission vor Ort geführt werden. Der Kommandant wird Teil der Mission sein und statt einer Kontrollstation werden wir eine Unterstützungseinheit auf der Erde haben. Die Wohneinheit der Astronauten bietet einen Ausblick auf Strukturen einer ersten Siedlung auf dem Mars. Im Mars Direct Plan der Mars Society ist die eigentliche Wohneinheit die Kapsel. Sie ist ca. 6 Meter lang und hat einen Durchmesser von 8 Metern. Sie hat ein Oberdeck für Kabinen und Aufenthaltsraum und ein Unterdeck als Labor und Arbeitsraum. Obwohl die Quartiere kleiner sind, als es die meisten Amerikaner gewohnt sind, haben wir herausgefunden, dass man sich nicht so bedrängt fühlt. Wir halten die privaten Kojen sehr klein, um mehr Gemeinschaftsraum für alle zu haben. Eine gesunde Crew, die gern miteinander lebt, ist da ganz klar der beste Weg, um Platz einzusparen.
Mit mehr Siedlern auf dem Mars ist es sicherer, die neue Zivilisation in den Untergrund zu verlegen. Weil es dort sehr gefährlich ist. Es gibt Sandstürme, die alles an der Oberfläche wegreißen können. Es gibt schreckliche ultraviolette kosmische Strahleneffekte. Man wird menschliches Leben und die Fähigkeit zur Fortpflanzung retten wollen. Man braucht einen Ort, um Kinder großzuziehen. Sowas macht man nicht an der Marsoberfläche, sondern im Untergrund. Unter den Umständen wäre es wie in einem Einkaufszentrum mit netter Beleuchtung, Atomkraft und Sonnenenergie. Es sollte kein schlechtes Leben sein, wenn man bedenkt, dass man sich auch in der Unterstützung von außen an der Spitze der technischen Entwicklung befindet. Frühe Missionen zum Mars werden bei optimalen planetarischen Bedingungen ca. 2,5 Jahre dauern. Darin enthalten sind 6 Monate Anreise, 1,5 Jahre Aufenthalt und 6 Monate Rückreise zur Erde. In dieser Zeit stellt sich heraus, ob der Mars zum Leben geeignet ist. Wenn dem so ist, beginnt die ultimative Form der Kolonialisierung. Das Terraforming, um den Planeten erdähnlicher zu machen. Wo immer sich Menschen ansiedeln, passen sie die Umgebung ihren Bedürfnissen an. Beim Mars ist dies nicht anders. Terraforming ist wohl der beste Weg, um einen Garten Eden im Weltraum zu schaffen. Der Mars ist eine gefrorene Wüste. Zuerst müssen wir die Temperaturen anheben. Wir wissen, wie man Planeten erwärmt. Wir machen es gerade auf der Erde, wo es weniger gut ist. Wir könnten das Gleiche wie auf der Erde machen. Treibhausgase in die Atmosphäre lassen und so den Planeten erwärmen. Auf der Erde wäre das Umweltverschmutzung und auf dem Mars wie Medizin. Kalkulationen haben gezeigt, dass die Masse an Treibhausgasen, die wir benötigen würden, überschaubar ist. Aber zu viel, um die Gase von der Erde mitzubringen. Wir müssten die Gase auf dem Mars herstellen. Wir benötigten Fabriken, die Gas produzieren und in die Atmosphäre entlassen. Diese Fabriken kombinieren Elemente der Marsumgebung, verwandeln sie in ungiftige Fluorchlorkohlenwasserstoffgase und entlassen sie in die Atmosphäre. Experten schätzen, dass die Treibhausgase in ungefähr 100 Jahren einen kalten, trockenen Planeten in eine bewohnbare Welt verwandeln. Wie würde der Mars nach 100 Jahren Erwärmung aussehen? Er wäre blauer, man würde große Flächen Wasser sehen. Irgendwann sieht man Grün am Rande der blauen Regionen. Mit der Zeit würde der grüne Befall die Berge hochwandern. Womöglich sieht man eine grün-blaue Welt mit kleinen roten Inseln. Fast wie in einem Nationalpark. In der ersten Phase des Terraformings steigen die Temperatur und der atmosphärische Druck. Das heißt, dass Menschen mit anderen Atemmasken und Anzügen rausgehen können, die auf die Haut drücken, um Druck auszugleichen. Es wird wohl eine Weile dauern, bis wir so ein Paradies haben wie in diesem Gewächshaus. Aber wir können mit einfachen Algen, Moosen und vielleicht Gras anfangen. Währenddessen könnten die Menschen sich genetisch entwickeln. Man will entweder durch Selektion der Nachkommen oder genetische Eingriffe Bewohner bekommen, die an der Marsoberfläche weniger Ausrüstung brauchen. Ihre Haut wäre weniger empfindlich gegen das UV-Licht und die geringe Dichte der Atmosphäre. Irgendwann bräuchten sie die Atemmaske immer weniger. Wenn die Atmosphäre wächst, trifft man sich dann durch diese Anpassung in der Mitte und wir hätten die ersten echten Marsianer. NASA ist nicht am Terraforming interessiert.
vor allem weil es nach Science Fiction klingt, aber auch wegen der ethischen Fragen, die damit verbunden sind. Viele glauben, dass der Mensch nicht ins All ziehen sollte, weil wir nur alles zerstören würden, wie wir bereits unseren Planeten zerstört haben, und Mond, Mars und andere Planeten für die Wissenschaft erhalten sollten, wie sie sind. Terraforming auf dem Mars oder nicht, darüber werden kommende Generationen entscheiden. Wir sind davon weit entfernt, aber die Besiedlung des Weltalls könnte schon bald beginnen. Was wir wohl vorhersagen können, ist, dass wir Menschen in anderen Ecken des Sonnensystems sehen werden. Kolonien im Weltraum werden von der Geschichte des menschlichen Dranges nach Ausbreitung über alle Grenzen getrieben. Der Weltraum ist eine neue Grenze und eine technische Herausforderung, aber der Mensch hat sich immer schon als ausgesprochen erfinderisch erwiesen. Er hat das Zeug, auch die letzte Grenze im All zu überschreiten. Vielleicht tritt mein Sohn in meine Fußstapfen. Ich wäre sehr stolz zu wissen, dass ich das entfacht habe. Er könnte es schaffen, die nächste Generation. Die Besiedlung des Weltalls ist der ultimative Campingtrip. Es wird unsere Geräte, Pläne und uns testen. Wir werden den Weltraum, die Erde und uns selbst besser verstehen. Ob auf dem Mars oder womöglich sogar außerhalb unseres Sonnensystems, mit der Besiedlung des Weltraums soll ein Samen anstelle einer Fahne zurückgelassen werden. Und wenn man in der Zukunft in den Himmel schaut und fragt, ist da oben jemand? Könnte die Antwort sein, ja, wir. Could be a challenge, it could also be a disaster. We should colonize one planet and also have the Earth. We'll be constantly thinking about how we will operate on Mars. There is nothing in this that is beyond our technology. There are new hardware elements that need to be developed to enable a human flight mission to Mars. We may have to think carefully about using nuclear power sources in some of these spacecraft. For 24 hours a day, you're floating, and your body very smartly starts physiologically to adapt to that new circumstance. Most people believe that some kind of artificial gravity with a rotating spacecraft on the way to Mars is actually the way to do the mission. Yes, we're ready to move out into the solar system and settle in more difficult regimes such as the planet Mars.